Einen wunderschönen guten Tag, werte Freunde, zur Folge Nummer 2 hier in dem wunderschönen gewundenen Wald. Ja. Oh, der Ladescreen, den hat man ja kaum gesehen. Meine Fresse. Okay, heute spiele ich mal Serien. Ja, mein Liebling. Ja, in der Kluft. So, und ja. Bei Serien musst du nur eine Sache wissen. Hey, da ist der Faktor Zeit entscheidend. Ja, der kommt übers Late und demnach musst du halt einfach dir Zeug holen, was ziemlich dich unterstützt. Ja, also quasi hier zum Beispiel stellt beim Töten einer Einheit 4 Mana wieder her. Und 50% Grundwert Mana-Regeneration. Ich habe hier eine Mana-Regeneration von 3,9. Und das ist schon GG. Das ist schon GG. Ja. Weil, und du kannst halt, wenn du halt dich gut anstellst, kannst du halt eigentlich die ganze Zeit auf der Karte bleiben. Und der hier, der 41-Jährige. Nee, warte mal, der 44-Jährige hier. 43-Jährige? Ja, der 43-Jährige, ja stimmt, hier 73, 43, ja genau, der 43-Jährige. Ich bin ja mal gespannt, was der Peter hier macht. Peter 1973! So. Das Tempo dieser Zeit ist keine Kleinigkeit. Das Tempo dieser Zeit ist keine Kleinigkeit. Ich habe euren Tod gesehen. Er war schmerzhaft. Ja, gut. Ja, auf alle Fälle, jetzt habe ich mich hier noch ein bisschen rumgealbert, beziehungsweise wollte halt ein bisschen rumalbern, aber hat jetzt nie so nie, ne? So. Guck mal. Riss mein Scheiß. Scheißefresser. So, aber, guck mal, da sind schon mal ein paar Dingens raus. Und hier der kleine Ritter, der kleine Prinz, der Amumu-Bot, das ist auch ein kleiner Friemel-Kackrich, sag ich dir. So, ich muss auf alle Fälle Stufe 2 erreichen. Da kommt nichts dran, da führt da überhaupt gar nichts dran vorbei. Nämlich dann geht's richtig ab, ja? Da können wir nämlich rasieren. So, da kann ich nämlich einfach mal den hier machen und einfach mal den. Und dann einfach noch... Na, schade. Schade. Aber dann haben wir schon mal ein bisschen Pressure. Ein bisschen Pressure. Hier, pass auf. Nee, lass dich hier. Komm zurück. So. Machen wir mal ein bisschen hier Pressure. Bisschen Pressure. So, gucken wir mal. Komm, kriegen wir da was? Ja, da haben wir zweimal ein bisschen was bekommen. Und jetzt lassen wir noch den Rest farmen unserer Miss Fortune. Und helfen ihr auch noch auf Level 3. Ja, weil wir sind ja Mentor. Ja, wir sind ja Mentor. Und könnt ihr ja auch mal ein bisschen was Gutes tun. So, jetzt gucken wir mal, was hier unser Beatmond so drauf hat. Und stellen fest, ja, nicht so viel, ne? So, jetzt schreiben wir nochmal hier ein GJ hin, ne? Good job für Yasuo. Vielleicht merkt er, Mensch, ohne ihn wäre hier nichts gewesen. Thank you. Alter, fick dich! Ah, danke. Das wollte ich nämlich eigentlich hören. Ihr müsst nämlich wissen, ja, ein Supporter braucht immer die Anerkennung eines ADCs, dass dann halt, beziehungsweise der Supporter, der möchte hören, dass der ADC zumindest ein Grundverständnis dafür hat, dass der auch Mensch ist, ja, und dementsprechend auch mal gelobt werden möchte. Hilfe, wo ist es? Wo ist das Kogma-Vieh? Na okay, gut. Ist in Ordnung, ja. Ich bin auch nicht nachtragend. Oh.
Das hätten wir geklärt. Sehr schön. Okay. Und... Na? Komm noch mal bitte. Ach, guck mal, meine Bombe wird da hingetragen. Der Bomberman ist unterwegs. Der kann sie alle killen. Hui. Der macht hier die ganze Zeit diesen komischen verbackten Zaun. Vielleicht müssen wir ihn noch mal töten. Damit das hier alles reibungslos wieder funktioniert. Sorry, dass ich mein Dingens gerade nicht abhatte. Ich gehe mal eben ran und... Lul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 
So muss man das machen, ja. Einfach sein Teammate, insbesondere wenn man dann Yasuo hat, ja, der die ganze Zeit am Rumhüpfen ist, weil er meint, oh Mann, ich hab Hummeln im Hintern. Da kann man auch einfach den mal als wandelnde Zielscheibe verwenden und einfach mal machen, ne? So, jetzt nehmen wir uns hier den Stab der Zeit und noch ein paar Schürchen mit und dann gucken wir mal, können wir uns bei den Schürchen nicht vielleicht noch die mit Ablenkzeit holen? Nee, leider nicht. Okay. So, ich hätte mir noch ein Tränkchen oder ein paar Kekse holen können, aber warum? Braucht man ja nicht. Ich bin Silien, ich brauche so eine fucking Kekse in keinster Weise. Was machen die denn? Ja. Der Seelen hat's gemacht. Der Seelen. Mama! Mama! Ob ich den... wie ich dieses Rumgeflippe nicht so wirklich leiden kann, ey. Ja, jetzt müssen wir auf den nächsten warten. Mal auf die nächste Wave. Scheiße. So, aber jetzt mache ich jetzt ja Zeitkrümmen. Zeitkrümmung, das ist halt eine gute Sache. Das Coole ist unter anderem, ich habe hier auch noch diverse CC, ja, also beziehungsweise, was heißt diverse CC? Ich habe dort die Möglichkeit unter anderem noch einen weiteren Typen festzuhalten. Mann, ey. Kann da mal jemand kommen? Ich eile mal da eben nach oben. Einmal bitte nach oben. Sehr schön. Das Coole ist, ja, ich weiß, ich fange jetzt eigentlich jeden Satz damit an. Mit, yeah, Coole ist ja unter anderem. Ja, ich bin aber so begeistert von Silien. Das sind halt immer so eine kleine Mechaniken. Du kannst einen Minion zum Beispiel mit einer Bombe ballern. Hier mit einer Bombe bewerfen und ihn dann quasi als Bombe missbrauchen, indem du ihn dann halt last hittest und dann die Bombe ja, sofort explodiert. Also sobald ein Minion stirbt, explodiert die Bombe, die halt sonst noch nicht explodiert wäre. Instant.
Schade eigentlich. Ja, hier, Stab der Zeitalter benutze ich eigentlich meistens. Weil das ist halt auch wieder so ein typisches Late-Game-Item. Ich glaube, das haben wir sowas von dermaßen in der Tasche. Das haben wir ja sowas von in der Tasche. Oh. Huch. Das habe ich jetzt wiederum nicht gesehen. Ablenkzeitverringerung. Gehen wir jetzt einfach mal hier noch hier hin. Und das Ding holen wir uns auch noch. Genau. Morellos Zauberdun. Nee, wie heißt es? Morello Lonokonion. Was auch immer. Jetzt kommen hier diese Super Minions. Ach, ist das schön. Ba-da-ba-ba-ba. So, komm, schaffen wir das jetzt hier? Na doch, das geht doch hier. Euer Team. Oh! Ja, komm, jetzt wollen wir die noch mal ein bisschen upgraden. Ja, 17 Minuten Game. Ja, ist jetzt nicht so die Besonderheit gegen irgendwelche Bots, aber hey. Das ist Folge Nummer 2 gewesen und ja. Ich bin froh. Ich bin froh. Mal gucken, welchen Supporter Meltas als nächstes rausholt. Bis zur nächsten Folge. Und somit, ciao, ciao. Euer Meltas.